was in dieser Folge passieren wird. Es werden immer mehr. Wir sind jetzt schon auf den 5. Platz abgerutscht und da kommen noch Fahrer wie ein Mercedes in Österreich. Wir gehen eine andere Strategie als Carlos Sainz. Der deckt Hamilton, deckt Sainz ab und wir haben da eigentlich freie Bahn. Aber jetzt drückt halt hier Hamilton wieder an. Da können wir auch nicht vorbei. Der deckt sogar ab, Bro. Der glaubt, es geht hier um den WM-Titel. For real ist. Er glaubt, es geht hier um den WM-Titel. Ja, da werden wir jetzt innen einfach reingehen, denn er hatte hier schon so Traktionsprobleme. Und damit ein herzliches Willkommen hier zum nächsten Sprint in unserer F1 23 mehr Teamkarriere. Wir sind hier natürlich wieder mit Audi unterwegs und in Season 3 darf natürlich auch Spielberg nicht fehlen. Deswegen müssen wir uns heute wieder eingewöhnen. Ich mag die Strecke extrem, ist natürlich auch mein Heim-Grand Prix und deswegen möchte ich natürlich alles tun, um gerade hier zu gewinnen. 4,3 Kilometer, 10 Kurven, sorry. Und ja, 3DS-Zonen machen das Ganze eigentlich als Verfolgender ziemlich einfach. Als Verfolgender wird es einfach, aber wenn man verfolgt wird, ist natürlich ein bisschen schwierig. Deswegen abonniert unbedingt gerne den Channel kostenlos, lasst gerne da hinunter, falls euch meine Videos gefallen. Und wir sind hier im verregneten Qualifying. Ja, unsere erste Runde hat uns jetzt zwar auf den ersten Platz kurzzeitig mal gebracht, aber jeder ist noch auf der zweiten Runde und die Bedingungen werden immer besser. Wir sind hier knapp eine halbe Minute vor Schluss über die Ziellinie gekommen und können hier noch einmal einen Run machen, dass ihr SPD kaum beim Regen verbraucht, also jetzt hier noch einmal den Berg rauf. Da gibt es nur Grün im ersten Sektor, das ist nicht gut. Ein paar Tausendstel konnte ich da noch finden. Da geht es knapp neben die Strecke, 3 Zehntel habe ich auch ein paar Zehntel, sicher 1-2 Zehntel liegen lassen, aber ja, nochmal eine halbe Sekunde gefunden und ich bin mir fast sicher, dass sich das halbe Feld noch einmal gravierend verbessern wird. Da haben wir schon, ein Guan Yu Zhou fährt zum Beispiel mal, ja, knappe 6 Zehntel schneller wie wir und das zeigt dann halt wirklich diese Track Evolution, die ist wirklich ein Wahnsinn. Carlos Sainz hier, jetzt sind wir sogar unter der 1.31er Marke und das wird immer mehr. Wir sind jetzt schon auf den 5. Platz abgerutscht und da kommen noch Fahrer wie ein Mercedes, ein Aston Martin, also die werden alle noch ein bisschen schneller werden. Ein Logan Sargeant hat zum Beispiel eine Verbesserung drin. Oh, da kommen wir weit neben die Strecke, Gott sei Dank kein Truck Limit setzt hier durch die letzte Kurve durch, nicht über die weiße Linie gekommen und da verbessern wir uns nochmal um eine Sekunde. Das wird interessant werden. Wo werden wir starten? Gucken wir uns mal die Startumstellung an. P7 ist okay. Kommen wir nun zur Startreihenfolge für das heutige Sprintrennen. Wir haben Carlos Sainz auf der Pole und daneben steht Charles Leclerc. Die restliche Startaufstellung sieht wie folgt aus. Hamilton, Russell, Bottas, Perez, der Wissenschaftler, Stroll, Oscar Piastri, Norris, Gasly, Tsunoda, Hülkenberg, Joe, Sargeant, Magnussen, Albon, De Vries, Liam Lawson, Verstappen, Doohan und Esteban Ocon steht ganz hinten. Die Vorbereitungen sind fast abgeschlossen, also schalten wir runter zum Start dieses Sprintrennens. Hätte besser sein können, aber wir wissen ja, im Sprint kann man sich noch ein bisschen verbessern. Deswegen, let's go, Sprint Nummer 2 in unserer dritten Season. Wir kommen um Weltenbestwecker Checo. Auch Russell und Leclerc kommen hier hardcore ins Getummel rein. Und wir können uns hier auf den zweiten Platz, eigentlich ohne irgendwas zu tun, Schwierigkeit 95, konnten wir uns eigentlich hier wirklich gut und easy durchsetzen. Die Starts werden immer weirder in dem Game. Auch letztens in Kanada habe ich gemerkt, Halleluja, was geht denn da ab? Und jetzt auch wieder hier, diese Starts, da kann man so viel Zeit gewinnen. Aber wir wissen natürlich hinter uns, oh, es staut sich wieder in Turn 3. Das ist eigentlich eh schon fast Standard für diese Strecke. Lewis zieht vorne weg, also da kommen wir auch kaum hinterher. Es wird hier ein Verteidigen werden, ein Gucken, dass wir ja den bestmöglichen Startplatz bekommen. Platz 2 wäre natürlich toll, aber ich kann natürlich nichts versprechen, denn unser Auto ist immer noch mega unterlegen, gerade was den Topspeed-Wert angeht. Und da müssen wir jetzt ordentlich uns abdecken gegen den Carlos Sainz, auch gegen Leclerc und Bottas hat uns auch letztens schon richtig geärgert und da kommt fast der Angriff schon vor der Ringkurve, konnten wir noch einmal zupfen und da bleiben wir auf dem zweiten Platz. Ja, irgendwas zu erkennen, probieren wir es wieder mal mit TSC-Mittel und ja, ihr habt es gemerkt, Sainz ist vorbeigezogen. Ich habe leider die Replays nicht aufgenommen, deswegen hätte ich euch das gerne auch in den Replays gezeigt, aber nach dem Hauptrennen gibt es die natürlich wieder. Im Windschatten können wir uns hier auch mit DS wieder an Sainz dranhauen. Wird aber nicht ganz funktionieren. Ja, da kommen wir ganz spät auf die Bremse. Und der Exit war ja eher so dünnschissmäßig. Ja, da kommen wir ganz. Da zieht der einfach weg. Da kommen wir einfach nicht richtig dran mehr.
Und ich hoffe natürlich, dass wir den noch ein bisschen noch am Boden behalten. Ich will nicht noch hinter Bottas oder sogar noch immer hinter Leclerc zurückfallen. Hamilton fährt da vorne einsam und allein sein Rennen. Also der ist da weg. Der ist da Kilometer weit weg, Purple im ersten Sektor. Und ja, wie es jetzt aussieht, wir konnten uns zwar gegen Leclerc gut verteidigen, aber wir kommen halt auch Sainz leider nicht richtig nach. Es sind immer diese 6, 7 Zehntel, die wir halt immer haben. Wir kommen da einfach nicht hinterher. Es ist, als ob uns da wirklich heute einiges an Pace fehlt. Und schade, ich hätte hier gerne einen besseren Startplatz gehabt. Aber ich glaube, zweite Startreihe ist eh okay. 1,2 Sekunden zu Leclerc und 1,6 zu George Russell. Alle mit den gleichen Reifen. Das Feld ist auch beide auseinandergezogen. Wir sehen da hinten, gerade hinter Perez. Ist das Verstappen? Ich weiß nicht. Der eine Red Bull, der ist echt weit abgerutscht. Aber der hat eine Riesenlücke zu den beiden Alphas. Und wir sind jetzt hier mittlerweile in der 6. Runde. Wir sind aus dem DS-Fenster rausgefallen. Aber Leclerc ist jetzt drinnen. Und das die letzten 2,5 Runden. Das wird... Leute, ich muss hier wirklich alles geben und aufpassen, dass ich natürlich jetzt nicht übers Limit drüber gehe. Denn jeder Schaden könnte natürlich auch... kostet natürlich auch wieder sehr viel Geld. Und deswegen müssen wir vorsichtig, aber doch behutsam fahren. Bin ich innen über diesen Abweiser drüber gefahren und da wirst du direkt weitergeleitet. Gerade hinweg, ERS on. Aber wir werden es versuchen hier... Ja, er geht hier innen durch. Wir werden es versuchen. Ich wollte hier ein bisschen so auf DRS gehen. Da gibt es die Verwarnung mit Leclerc. Und ja, dieser Sprint ist alles andere als easy für uns. Uns fehlt es hier wirklich an Topspeed. Jetzt ist Russell hier und Leclerc. Und wir sind in der letzten Runde. Gleiche Situation. Und Leclerc nur 6 Zehntel hinter uns. Die lange Geraden jetzt hier ist er immer noch im DRS-Fenster. Unser Exit war dafür bombastisch. Das sollte eigentlich reichen, 9 Zehntel, das glaube ich könnte reichen. 10 Sekunden ist fast Lewis weg, das ist schon wirklich Macht. Also ich denke mal, da werden wir auch im Rennen viel zu tun haben, um den irgendwie zu überholen, generell aufs Podium zu kommen. Nur da innen schlimm. Leclerc irgendwie probiert es da, das war sehr arg knapp. Ich habe natürlich ein bisschen weit gegangen, aber... dass der da innen einfach so reinhält, das kann ich nicht ganz verstehen. Jetzt hier durch die letzten beiden Kurven durch. Letzte Kurve noch einmal. Und ja, reicht für den dritten Startplatz. Wir nehmen die 6 Punkte mit. Ist okay. Gehen wir die Startaufstellung der Fahrer für das aufregende Rennen von heute durch. Lewis Hamilton startet heute von der Pole. Und der talentierte Spanier Carlos Sainz macht die erste Reihe komplett. Und schauen wir uns den Rest der Startaufstellung an. Der Wissenschaftler, Leclerc, Russell, Bottas, Perez, Oscar Piastri, Norris, Stroll, Gasly, Verstappen, Hülkenberg, Joe, Magnussen, Sargent, Doohan, Albon, De Vries, Ocon, Liam Lawson und Yuki Tsunoda. Also dann, es wird Zeit, wir schalten runter Liam zur Lawson Strecke und für Yuki das Tsunoda Rennen. Aus der letzten Reihe, das ist interessant, aber Yuki mit der Strafe. Let's go, Startplatz 3 hier beim Heim-GP in Österreich. Wir gehen eine andere Strategie als Carlos Sainz, der deckt Hamilton, deckt Sainz ab und wir haben da eigentlich freie Bahn, erreichen gar nicht damit, dass wir so gut wegkommen. Sainz mit dem weißen Reifen, das könnte jetzt mal interessant werden, denn auch Russell mit dem weißen Reifen unterwegs und wir könnten uns hier direkt mit Hamilton absetzen. Ich weiß natürlich, was der für eine unfassbare Pace hat und ich kann mir auch nicht ganz vorstellen, dass wir den das gesamte Rennen hinten halten können. Also jetzt hier mal die ersten paar Kurven hat das echt gut ausgesehen, sauber, wir sind aus dem Sekundenfenster draußen. Aber ja, die Endgeschwindigkeit, wir hatten so einen guten Exit aus Turn 3, aber jetzt sind es schon wieder 2 Zehntel, die hat er einfach so ohne DRS, ohne Windschatten, ohne irgendwas, konnte er das einfach aufholen und ja, da verlierst du so ein bisschen die Motivation, wenn er das so einfach kann und wir da wirklich uns abmühen, abrackern und das in Season 3. Mann, wie läuft das denn bei euch? So schreibt es gerne in die Kommentare. Grund 1 lässt mich schon ein bisschen verzweifeln. Guckt euch das an, wie Hamilton hier angeschossen kommt. Es ist einfach tragisch, dass wir hier gar nicht mithalten können. Gucken wir uns nochmal die Start-Replan, denn die war einfach bombastisch für uns. Wir sehen hier, Hamilton kommt ein bisschen schlechter weg als Sainz. Der deckt hier direkt Sainz hier ab und innen bleibt dann halt einfach die Tür offen für uns. Wir können da schön vorbeigehen. Und das war eigentlich ein easy Überholmanöver. Runde Nummer 2, 1,2 Sekunden jetzt zu Hamilton.
Aber gerade hier in dieser Passage verliere ich so viel Zeit auf die Konkurrenz. Also ich probiere eigentlich die komplett full zu nehmen. Aber es ist halt wirklich sehr, sehr schwierig. Naja, bleiben wir im 1,1 Sekunden Rückstand. Würde natürlich gerne im DS-Fenster. Ich würde natürlich gerne aus dem DS-Fenster draußen bleiben. Das Ding ist halt wirklich. Ich muss so hardcore derbe pushen, um das generell noch aufrecht zu halten. Diesen 1 Sekunden Abstand. Boah, da bin wirklich. Ich übersteuere das Auto. Es ist nicht schön. Es ist gar nicht schön, wie wir hier hardcore gepusht. Eine Sekunde, jetzt ist er gleich im DS-Fenster drin. Hat für diesen Checkpoint noch nicht gereicht. Aber wir wissen, es wird nicht mehr lang dauern. Der ist ganz, ganz heiß drauf. 3 Runden und der jagt uns hier so hardcore. Mann. Es ist auf jeden Fall spannend. Wir könnten das heute schaffen, unseren Heim-GP zu holen, unseren Heim-Sieg zu holen hier in Spielberg. Aber jetzt ist er im DS-Fenster. Durch die letzten Kurven durch. Ja, hier verliere ich immer 1/10. Also da wird es auf jeden Fall für ihn reichen, für die 3 DS-Zonen, dass er uns, ja locker, jetzt ist er locker da drin. Jetzt ist er locker im DS-Fenster. Auch Russell kann gut mithalten. Also ich hatte bis jetzt kaum irgendwie Berührung mit Hamilton, aber dass Russell mit den weißen Reifen nur 1,7 Sekunden hinten ist, das ist wirklich bewundernswert. Und da ist er direkt 2/10 schneller und 4/10 schneller wie unsere letzte Runde. Mit der Rutsche hier verlieren wir nochmal 2/3 und jetzt wird es noch schwieriger. Ihr seht, ich muss so hardcore pushen und drüber hinaus. Jetzt ist er ganz Platz einnehmen in unserem Rückspiegel. Und das könnte tatsächlich für ihn jetzt hier reichen, wenn nicht. Ja, das reicht noch nicht. Oh, das ist der riesig im Rückspiegel. Halleluja, 1/10 und er verliert er direkt 4/10 auf Russell. Russell ist jetzt an Hamilton vorbei und wir müssen hier abdecken. Es geht aber nicht. Der ist schon mit der ganzen Nase drin und das merke ich dann auch. Dann lasse ich ihn mal ziehen. Ja, ich meine, die Bremsen so früh, was soll ich denn machen? Es ist einfach unmöglich. Ich bekomme 2 Verwarnungen mit Russell. Ich wüsste nicht mal, wo die zweite war. Aber es war ja einfach unmöglich. Der eine links, einer rechts und ich muss ja auch irgendwann und irgendwie bremsen. Also es ist unmöglich hier. Oh mein Gott, da kommt das Heck. Ja, die Reifen sind unfassbar heiß, haben eigentlich noch nicht viele Prozent, 17, 19. Das ist ganz okay. Doch, boah. Also wir haben hier schon einen kleinen Zug. Waggons Hamilton, Russell, Bottas, Sainz. Und noch ein Leclerc auch noch hinten. Das ist beide Red Bulls. Ah nein, die sind weiter hinten. Also der Sainz, das ist so ein bisschen mein Waggon. Hamilton ist vorbeigeschlüpft in Start und Ziel. Und jetzt können wir uns immerhin mal das erste Mal in Runde Nummer 7 hier das DRS gegen ihn gönnen. Bergauf reicht das? Ja, es sollte reichen. Wir bremsen auch hier ein bisschen früher, denn ich will auch für diese Geraden das DRS haben. Easy gehen wir da an Lewis vorbei. Kann auch nicht stark kontern, denn wir haben das DRS. 7 Runden und wir hatten schon gefühlt 3 Rennen hinter uns. Es ist heute wirklich nicht einfach, das zu halten. Diese Power, die da hinter uns ist, jetzt konnten wir mal ein bisschen verschnaufen. 2 Sekunden ist zu Sainz und Russell ein bisschen die Gap. Also die haben ordentlich abreißen lassen. Valtteri und Hamilton jetzt. Hamilton jetzt die direkten Verfolger. Und auch hier, da ist die KI so schnell. Es gibt ja nicht mal ein DS hier. Und die drückt hier so hardcore an. Ich verstehe mein Leben nicht mehr hier. Also wirklich. Da kommen wir gut raus. Ich habe auch schon oft überlegt, hier einfach abzubremsen, dass die mich überholen und ich das DS hier bekomme. Und auch hier irgendwie ihn so auf die dreckige Linie zu schicken, dass wir einfach den besseren Exit aus Turn 1 bekommen. Diese Geraden ist so lange, auch wenn natürlich hier dieser Knick drin ist. Man fährt alles full und da musst du wirklich aufpassen. Bottas jetzt aktuell auf den 2. Platz. Wir sind natürlich nicht das schnellste Auto hier, das ist klar. Aber ich muss wirklich alles geben und das war diese Situation, wo ich halt abdecken wollte und einfach gemerkt habe, es geht sich nicht mehr aus. Russell war da vorbei und dann, ja, hier setzt sich dann Hamilton links daneben. Okay, das war eine Rad-an-Rad-Berührung. Deswegen gab es auch hier die Verwarnung. Ja, wir gehen in die Box. Runde Nummer 12 und auch Hamilton ist drin. Perez fährt weiter, Bottas ist drin, auch Leclerc. Also alle unsere direkten Verfolger, bitte Jungs, verkackt es nicht. Das wird unser einziger Stop werden. Also Jungs, bitte macht es nicht falsch. Richtig, wir kommen das. Ja, zweiter wieder raus, weil Perez weitergefahren ist. Gelb, ich hatte so ein bisschen kurz die Hoffnung, so
Safety Car, irgend sowas. VSC wäre natürlich toll. Na, Safety Car nicht so gut gewesen. VSC wäre toll gewesen, denn wir hätten dadurch wirklich so viel Zeit gespart. Aber jetzt wäre natürlich Safety Car wieder, oder VSC, schlecht. Denn jetzt hätte einfach nur der Checo so ein bisschen die besten Karten. Jack Doohan hier ganz eine komische Linie gefahren. Und die mache ich ihn da fast nach. Im Windschatten können wir uns hier natürlich gut dran saugen. Wir sind vom Topspeed hier natürlich einige schneller. Aber der hält uns hier natürlich jetzt auch wieder unnötig auf. Ich hätte mir so eine schöne Gap rausfahren können. Aber jetzt drückt halt hier Hamilton wieder an. Da können wir auch nicht vorbei. Der deckt sogar ab, Bro. Der glaubt, es geht hier um den WM-Titel. For real ist. Er glaubt, es geht hier um den WM-Titel. Ja, da werden wir jetzt innen einfach reingehen. Denn er hatte hier schon so Traktionsprobleme beim Rausbeschleunigen aus der ersten Linkskurve. Also da konnte ich Hand jetzt Hamilton hier einfach so ein bisschen das gemacht haben. Perez ist jetzt in der Box. Wir werden gleich in der nächsten Kurve die Führung wieder übernehmen. Aber Hamilton ist näher als jemals zuvor. Wir haben zwar frische Reifen, aber das wird so unfassbar schwierig. Seien sie auf die gelben Reifen gegangen und da setzt sich jetzt Hamilton neben uns. Wir können ihm aber jetzt das DRS stehlen. Perez beinahe, er ist vorbei. Er hat es geschafft hier, den Undercut. Das ist tatsächlich interessant. Wir konnten uns aber hier an ihm wieder vorbeisetzen. Das ist wichtig. Das ist sehr, 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 sehr wichtig. Denn auch Sainz ist jetzt an Hamilton vorbeigegangen. Jetzt wird es ziemlich interessant, denn wir haben eine schöne Gap eigentlich auch zu den Carlos Sainz. Das sind 1,6 Sekunden zu Hamilton. Sind sogar 2 Sekunden. Und ja, das könnte sehr, 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 sehr genial werden. Jetzt letzte Kurve hier durch. Ja, der Perez wird uns jetzt das Leben ein bisschen schwieriger machen, als wir das Ganze so wollen. Jetzt schicken wir ihn da innen, außen wieder vorbei, aber wir gönnen uns das DRS. Ich hatte einfach keine andere Möglichkeit. Wir kommen schon besser aus Turn 1 raus, aber jetzt hat er da so ein bisschen die bessere Geschwindigkeit. Dann setzen wir uns eben links neben ihn und sind wieder vorbei. Ich ziehe so ein bisschen vor sein Auto, dass er halt einfach auch nicht den besten Bremsweg hat. Und somit sind wir hier wieder führender. Das ist wirklich, wirklich toll. Und jetzt hier ist Perez schon fast aus dem Sekundenfenster draußen. 10 Runden sind noch zu gehen. Jetzt sind wir in Runde Nummer 21 und es hat sich wieder alles verändert. Ich habe ein bisschen an Pace verloren oder ein bisschen an Gap verloren. Jetzt ist Bottas Zweiter, Perez Dritter, Hamilton. Jetzt ist Hamilton Dritter und auch der Verstappen ist jetzt da. Alles ein bisschen im 2-Sekunden-Fenster hinter mir. Und jo, das könnte eine interessante Endphase werden. Die letzten 5 Runden werden bestimmt nicht mehr einfach werden. Gucken wir uns das Ganze mal an. Was Bottas so drauf hat, was Perez so drauf hat, wissen wir ja. Aber auch Hamilton, das wird alles ganz, 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 ganz bestimmt. Oh Mann, Leute, es geht so in die Endphase. Schaffen wir das? So Leute, und es hat sich wirklich was getan, denn Valtteri Bottas ist ganz, ganz nah dran. Er wird hier bald in Schlagdistanz kommen, also den Berg rauf wird schon hardcore werden, denn es sind nur 3 Zehntel, 2 Zehntel, eine Zehntel, eventuell, ja, da gehen wir jetzt auf die linke Seite und da schießt er rechts vorbei. Wir bekommen zwar DRS für dieses kleine Stückchen. Ja, der Exit war okay, DRS geht on, DRS habe ich auch noch ein bisschen, aber gucken wir mal an, was für eine Endgeschwindigkeit der Breder hat. Ich probiere es hier eventuell, nein, es reicht hier einfach noch nicht, an Valtteri vorbeizugehen. Das wäre natürlich top gewesen, reicht aber noch nicht. Also 7 Zehntel auf Perez, ich darf mich auch nach hinten nicht mehr stark spielen. Wir müssen hier wirklich mit der Vorsichtsmaßnahmen, es ist wirklich hardcore. Jetzt jagen wir den Valtteri. Und der macht das gar nicht schlecht. Der hatte natürlich ein bisschen Zeit, seine Reifen aufzupassen. Ich musste halt einfach pushen. Wir sind hier die halbe Sekunde hinten. Jetzt wird es halt interessant werden. 2 Runden sind es noch zu gehen. DRS darf ich jetzt 3-mal hintereinander aufmachen. Also jetzt ist wirklich die maximale Penetration von Bottas. Wenn ich es hier jetzt nicht schaffe, dann könnte es tatsächlich knapp werden auf dem Podium. Auf den dritten Platz. Ja, da bin ich wieder viel zu spät auf der Bremse. Diesmal benutze ich aber auch den richtigen Notausgang, will da keine Verwarnung. Bottas geht wieder vorbei und jetzt ist auch Perez ganz, ganz knapp dran. Rechts setzt sich schon Perez neben uns.
Und yo, der macht uns hier auch wenig Hoffnung, Platz zu lassen. Da können wir gerade noch so vorbeigehen und oh mein Gott, das wird eine wirklich beschissene Endphase. Hamilton scheint so ein bisschen abgeschlagen zu sein, 2 Sekunden hinten. Doch, der drückt so an. Ich hab's so Schiss, dass der uns da so richtig, richtig noch dran nimmt. Jetzt ist nämlich Perez näher dran an uns, wie wir an Bottas. Und das könnte dann wirklich bedeuten, dass wir hier kaum mehr eine Chance haben. Letzte Kurve raus, sehr guter Exit. Windschatten hier on DRS. Ich sag immer Windschatten on, DRS natürlich on. Und jetzt haben wir hier die Replay. Das war gegen Checo Perez. Der war dann nach der Boxenausfahrt hier direkt vorbei. Und wie immer fast habe ich mich in dieser Kurve, glaube ich, 100-mal verbremst und bin den Leuten hinten drauf gefahren. Dann aber hier gegen Perez konnte ich mich hier neben ihn setzen. War, glaube ich, auch ein cleanes Überholmanöver. Runde Nummer 18. Und da war es schon mal so, dass Perez wieder hier war. Und das war genau, das war diese Situation hier. Und da konnte ich ihn außen wieder überholen. Nein, ging gar nicht. Da habe ich ihn ein bisschen mit dem DRS ausgepaced. Ohne DRS, glaube ich, wäre es eh nicht möglich gewesen. Selbst der Sainz zupft hier raus. Und das war dann hier... Ich habe gar keine Ahnung mehr, wann was war. Das sind einfach Runde 19 Replays und man sieht halt wirklich, wie hardcore ich hier im Feld mit der gesamten Konkurrenz bin. Ich bin hier mit Perez, mit Sainz, mit Hamilton, jetzt auch mit Bottas. Es ist unmöglich. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Es war so ein Brexit hier in Turn 1 rein. Und das war dann das Überholmanöver von Valtteri Bottas. Der ist dann innen hier einfach schön durchgegangen, war ein Top-Überholmanöver. Und da konnte ich auch nicht direkt kontern, weil mein Exit hier einfach wirklich immer grottig ist. Wir sind ja Bottas dran, letzte Chance, letzte Runde. Wenn ich sie jetzt nicht schaffe, werden wir das Rennen vermutlich nicht gewinnen. Das weiß ich auch. Ich gehe ja mit einem ganz späten... Ja, hat leider nicht gereicht. Ich war so spät auf der Bremse drauf. Jetzt muss ich halt wirklich aufpassen, denn Bottas ist weit weg. Es wird vermutlich darauf hinauskommen, dass ich vielleicht sogar noch meinen zweiten Platz hier verliere. Bottas ist auf und davon. Der hat uns hier den Sieg gestohlen. Er hat es einfach besser gemacht, muss man sagen. Er war einfach nicht mit der Kraft, mit dem Messer zwischen den Zähnen unterwegs. Hier jetzt aus den letzten beiden Kurven hier raus. Und ja, es sollte reichen für den zweiten Platz. Wir kommen hier als Zweiter über die Ziellinie. Das ist natürlich schade, denn wir waren so knapp davor, unseren Herrn Grand Prix zu gewinnen. Ja, ist schade. Und das nimmt uns hier so ein bisschen den Wind aus den Segeln. Dennoch, tolle Leistung. Walter, das Fahrer des Tages, Binho. Gucken wir uns mal die Siegerin an, wo wir draufstehen werden. Das war das Ende eines wieder mal spektakulären Großen Preises von Österreich mit einer erstaunlichen Fahrerperformance vom Start bis zum Sieg. Stefan Römer, was denkst du? Was hat heute den Unterschied gemacht? Ich denke, die Konstanz war heute der Schlüssel zum Erfolg. Schnell sein ist eine gute Sache, aber du musst eben Runde für Runde für Runde schnell sein. Wenn du das schaffst, kannst du von den Fehlern anderer Fahrer profitieren, falls du selber keine machst und so weit nach vorne ins Feld fahren. Die Fahrer sind auf dem Weg hinaus zur Siegerehrung mit McLaren an der Spitze. Gratulation an das gesamte Team für diese fantastische Leistung. Tolle Leistung, wir nehmen trotzdem 24 Punkte hier aufs Sprintrennen oder auch aufs Hauptrennen gesehen mit, werden unseren Weltmeisterschaft vielleicht sogar wieder die Führung übernehmen. Müssen wir jetzt doch einmal angucken. Ja, Lando keinen Punkt in weder Sprint noch Hauptrennen. Das ist natürlich bitter, denn unser Auto war jetzt zwar sehr schwach auf den Geraden, aber ich glaube, der hätte schon ein bisschen mehr drin sein. Gucken wir uns mal die Rangliste an und würden übernehmen. Tatsächlich die WM-Führung hier mit dem 8-Punkte-Vorsprung zu Charles Leclerc, 10 zu Sainz und sogar 33 zu Lewis Hamilton. Das ist wirklich eine knappe WM, denn wir sehen auch, dass Hamilton
Dass zwischen Sainz und Leclerc, zwischen den Teamkollegen, nur 2 Punkte Unterschied sind. Wir konnten auch jetzt hier auf der Anerkennungsliste gegen Sainz ordentlich Boden gut machen. Und ja, Lando war ein schwaches Wochenende, aber ich nehme sie nicht übel. Nächstes Rennen ist dann Silverstone, seid da gespannt. Schaut gerne auf meinem Kanal vorbei, auf meinem TikTok-Account. Und ja, Silverstone wird vermutlich Norris alles geben. 35.000 Schaden, was hat der denn gemacht? Ja, Norris wird alles geben werden wollen, denn es ist natürlich seine Heimkonkurrenz. Wie wir auch, will er vermutlich auch in Silverstone am Podium stehen. Jetzt hier einen neuen Sponsor suchen. Doch, das ist gar nicht so einfach, denn ich brauche auch wirklich, ich suche mir immer einen, wo ich mir zu 90% sicher bin, dass ich das Ziel immer schaffen werde. Vielen, vielen Dank fürs Zugucken. Falls euch meine Videos hier gefallen haben, würde ich mich gerne über ein Däumchen rum freuen und schaut auch gerne auf Instagram und auf TikTok vorbei. Abonniert gerne hier kostenlos den Channel und ja, schaut gerne, wie gesagt, auf IT-Gaming auf Instagram und auch gerne auf IT-Tobi auf TikTok vorbei. Macht die 13k voll. Hier werden wir ein bisschen in Strapazierfähigkeit investieren, aber für heute soll es mal gewesen sein. Danke für euren Support. Sorry, dass die letzten Tage wenig kam, aber wir sehen uns hoffentlich wieder morgen oder übermorgen. Hier oder auf TikTok später. Ciao.